Scheiß. Ich ahne es, Alter, der will mich gleich umbringen. Ja, ist doch normal, dass die Leute uns immer schon umbringen wollten. Ja, ich habe da sehr keinen Bock drauf. Tja, das habe ich auch nicht. Aber mit so einem Hackebike Leute abmurksen, das ist schon lustig. Müssen einfach nur ganz leise sein, Leute. Weil wenn wir schleichen, kann man quasi, nicht immer, aber fast immer, habe ich gerade gemerkt, an den Zombies so fast so auf Haaresbreite an dem vorbeigehen, ohne dass die es merken. Hier, ich habe Antibiotika gefunden. Das ist doch mal was. Brauche ich bestimmt mal, wenn ich irgendwie so einen Zombie-Biss bekomme oder so. Ich habe eine Waffe, Leute, aber ich bin immer noch pervers nackig. Pickup. Was? Purification Tabletten. Okay, was haben wir da? Oh, cool. Da sind direkt Pferde schon. Oh, fuck. Habe ich keinen Platz für. Ja, Mann, ey, ihr Fotzen. Kommen jetzt drei Leute, organisiert mit Kettensägen und allem. Ja, natürlich nehmt ihr mein Nachtsichtgerät und meine Militärweste und alles. Ach, waren da wieder gerade so andere freundliche Ja, natürlich. Ralle, nicht beleidigen. Es ist doch so, das ist so unfassbar behindert. Du versuchst irgendwie deine drei ersten Items irgendwie zu sammeln. Oh geil, ich habe ein Küchenmesser. Wow, ja, schön. Fünf Leute mit Kettensägen stürmen organisiert in einem Militärvan die Stadt. Super. Riesenspielspaß. Ich sehe dich, du Trollo. Glaube ich zumindest, dass du das bist. Hocke, stehe gerade auf einer. Ja, das da hinten bist Ja, du. ich blute, ich kann gleich wieder stehen bleiben und sterben. Ich wollte gerade zu dir kommen. Wenn du hier wieder gespawnt, geboren wirst, dann ist cool. Nee, ich spawn wieder in der gleichen Stadt, wo die eben mit ihrem scheiß Truck angekommen sind. Okay. Ich bin nicht mehr blau, bemerkt mich nicht. Ja, natürlich haben sie das Ding abgeschlossen. Jetzt hau ich den einfach so kaputt. Hättest du was gesagt, ich habe mich übelst erschreckt. Ja, aber umbringen und looten geht trotzdem, ja. Jetzt hier das hier. Ich habe so das Gefühl, dass man mit der Faust ein Auto nicht kaputt kriegt. Bleib freundlich, Ralle. Du hättest ihn, sei ehrlich, du hättest sie auch getötet, wenn du Waffen hättest. Das macht doch jeder so. Töten sie auch alle, wenn wir Waffen haben. Wir sind doch Riesen. Ja, Leute, guck, wir gehen. Alter! Die haben scheiß Formel-1-Auto! Auf jeden Fall irgendwas Sportwagenmäßiges. Ach, dieser Dreier-Gang da eben. Ja. Ja, wenn wir Waffen haben, jagen wir sie und töten sie auch. Packen wir uns irgendwo eine schöne Ecke hin, Alter, und dann nieten wir die auch einfach um. Oh yeah, so gefällt mir das doch.
Was sag nicht, die haben mir noch was gegeben. Glaube ich nicht. Und ich habe gerade einen schwarzen Hoodie und eine braune Hose gefunden und einen Revolver. Hoffe mal einen Schuss, aber na gut. Besser als nichts. Eben, eben. Okay, was für meine Sachen liegen gelassen haben? Ja, natürlich den Müll. Tatsächlich sogar ein bisschen mehr als nur der Müll. So, das gefällt mir doch schon wieder besser. Saß da, ja. Aber mein Nachtsichtgerät haben wir natürlich nicht genommen. Ja, wir jagen auch Leute, macht dir keine Sorgen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich meine, dann der Tag ist noch jung und wir kriegen die. Wenn wir ein paar Waffen haben, schwöre ich dir, jag ich auch Leute. Dann mache ich auch keinen Bauern. Dieser Penner, der mich einfach im Feld abknallt, ey. Wir hatten nicht mal Waffen, so weißt du so. Wahrscheinlich so, geil, ich habe Nackte getötet. So, Alter, du hast einfach Kugeln verschwendet für nichts, wo du nicht mal was bekommst. Also, wenn man wenigstens hingehen kann und Leute irgendwie hätte häuten können, dann hätte ich gesagt, okay, dann will er sein Kriegst Leder du haben. denn überhaupt? Was? Ja. Menschen wollten, Alter. Ja, das wäre jetzt so der sinnvollste Grund gewesen, so irgendwie Menschen zu häuten oder so, wenn man dass man dann gesagt hätte, okay, deswegen habe ich den jetzt abgeknallt, damit ich ihn häuten kann oder so. Aber wenn man das halt noch nicht mal. Fuck, 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 irgendwo, irgendwer schießt ja wie und überhaupt und ja, ich hab keinen Bock. Versteck dich in irgendeinem Gebüsch oder so. Halt dich fern von den Schüssen. Das ist ein Tipp von mir. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ja, sei denn, du hast irgendwie einen Iron Man-Anzug oder so, dann kannst du natürlich auch voll reinchargen. Oder bist Batman. Auf jeden Fall einfach immer noch rein. Also ich glaube, entweder hat sich auf diesem Bauernhof hier jemand wirklich niedergelassen, und zwar wirklich im ernsten Fall, weil alle Türen sind einfach komplett verriegelt. Man kriegt keine einzige Tür auf dem ganzen Bauernhof, nicht anscheinend. Also eine Tür habe ich jetzt hier noch. Ja, so macht man das, ne? Oh, da ist ein Turm, der könnte interessant sein. Ich will auf jeden Fall die Map schon mal deutlich ansprechen, muss ich sagen. Was ist die Map? Ja, deswegen sage ich die Map. Ja, ich hatte es akustisch nicht verstanden, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ich habe hier eine riesige Basis gefunden. Da steht Unknown Gaming oben auf der Flagge, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich Privatgrundstück, oder? Ja, man kommt hier natürlich nicht rein. Das ist wieder Privatgrundstück, wie immer. Oh. Okay. Oh, könnte die scheiß Stem sich regenerieren. Und man Ich sollte. hoffe, das ist nicht gut. Hey! Oh, ja, toll, Alter. Weißt du, weil er irgendwo auf seinem scheiß Turm steht mit seinem scheiß Scharfschützengewehr? Das macht doch keinen Bock, ey. Alle 2 Minuten stirbt man und kriegt nichts aufgenommen. So, also. Hallo, Zombie. Ja, Blut und Scheiße. Ich kann wieder vergessen, die Scheiße.
Alles gut. Was machst du da? Oh, Fernglas kann ich wieder nicht tragen. Müssen wir mal gucken. Das braucht bestimmt. Potato können wir gebrauchen. Ich würde sagen, wir legen einfach. Ah, da bist du ja. Grüße dich. Ja, ich muss gerade erstmal die Sonne verbannen. Die Sonne Die verbannen, ist hier ja. so reingeballert. Ich brauch dringend einen Rucksack, ey. Ich merke die ganze Zeit, ich muss schon immer was abschmeißen, wenn ich was aufhebe. Ja, wieder Blutung. Ein Treffer und ich blute und zack, fall um. Gar nicht zum Kotzen oder so, nein. Ja, jetzt bin ich wieder in dieser schönen Stadt, wo ich gleich wieder mit dem Scharfschützengewehr auf den Ballert werde. Super. Ja, ich bin auch gerade in so einer relativ kleinen Stadt auf jeden Fall. Go fuck yourself. Ich sehe gerade Wieso deinen. steht vor mir, sagt mir so, go away or I kill you. So, ne? Geh weg, sonst bringe ich dich um. Und eine Viertelsekunde später schießt er sich mit dem Nein! 13 in den Kopf. Boah, dieser Hurensohn, Mann. Ich wollte einen anderen Spieler töten, hatte aber halt nicht mehr wirklich viel Life, hab halt von hinten mit einem scheiß Hackeball versucht, ihn zu töten. Und was passiert? Ey, der dreht sich um, boxt mich zweimal, ich bin tot, klaut mir meine ganzen Items. Ja, ist halt auch nicht so richtig clever, ne?